Heute werde ich geboostert. Herzlich willkommen zum Tollspielkanal. Heute gibt es den Boosterstoff von der Hertel-Braumanufaktur. Das ist ein New England IPA mit 7 Volumenprozenten Alkohol in der 0,44er Dose. Ja, auf der Internetseite steht, dass er als Braumeister versöhnen möchte und sagen möchte, okay, mit dem Impfen und Boostern muss jeder selbst sehen und er möchte damit versöhnen und als Braumeister für gute Laune sorgen und für Nachschub. Ja, kann man so halten. Stehen, wie man möchte. Als Arzt könnte ich einiges dazu sagen, aber wie dem auch sei, hier geht es ja um Bier und nicht ums Medizinische. Dieser Boosterstoff hat drei verschiedene Hopfensorten, das ist den Brew One und die Citra und Amarillo sind jeweils als BBC. BBC ist ein Hopfen, der von der Boston Brewing Company, glaube ich, heißt das, entwickelt wurde. Das ist ein Kryo-Verfahren. Also ein Verfahren, in dem mit flüssigem Stickstoff, also mit starker Kälte, der Hopfen so aufbereitet wird, dass das ganze Grünzeug zum Hopfen im Prinzip nicht vorhanden ist, sondern nur das, worauf es ankommt für den Hauptgeschmack, nämlich die Hopfenöle und sowas. Und das kommt aus den Lupulindrüsen und die bleiben vorhanden, sodass man ein stark konzentriertes Hopfengemisch hat sozusagen, in dem von dem Grünzeug nichts mehr drin ist. Das Grünzeug hat den Nachteil, wenn man in hohen Dosen Hopfen dazu gibt, saugt sich das halt voll und führt dazu, dass die Ausbeute nicht so hoch ist von dem Bier am Ende. Was natürlich für einen, der damit Geld machen möchte, einen Braumeister, ein Problem darstellt. Deswegen ist es eine gute Möglichkeit, mit Kryo-Hopfen, mit diesem BBC-Hopfen zu arbeiten, um viel Hopfenaromen reinzubekommen und eben nicht so viel Verlust zu haben. Also den Brew One und die anderen beiden als BBC-Hopfen. Ja, wird ordentlich gestopft sein. Und zwar sieht man es auch daran, die Hop-Rate, Hopfenrate, ist 20 Gramm pro Liter. Zum Vergleich, wenn ich braue, normale Biere in Anführungszeichen, dann habe ich so 2-3 Gramm Hopfen-Pellets pro Liter. Hier sind es 20, das ist 10-fache. Das heißt, wir können echt davon ausgehen, dass es eine ordentliche Hopfenbombe ist. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Nur in IPA. Ich erwarte halt ordentliche Zitrusnoten und wahrscheinlich ein trübes Bier. Bei so viel Hopfen wird das ganz sicher trüb sein. Des Weiteren ist drin Gersten, Hafer und Weizenmalz. Hafermalz führt auch dazu, dass es sehr sämig ist, dass es wahrscheinlich etwas dickflüssiger Anführungszeichen sein wird, vom Mundgefühl auch etwas voller sein wird. Entsprechend, ja, sowas erwarte ich. Ja, machen wir doch mal auf, ne? Klack. Und ab ins Glas. Ja, wie zu erwarten war, ganz trüb. Da kann man nicht durchgucken. Goldgelb und trüb. Der Schaum ist feinporig und fest. Und ja, ich würde auch sagen, nicht ganz weiß, vielleicht ein bisschen gelblich. Ich habe als erstes jetzt ein bisschen eine Banane. Nicht wie bei einem Weizen, sondern etwas kräftigere Banane. Vielleicht fast eine grüne Banane. Ein bisschen Melone. Dann habe ich eben erzählt, dass von den BBC-Hopfen wenig Grünzeugs drin ist. So habe ich trotzdem, wo ich im Hundsport spazieren gehe, am Feld, wächst gerade wilder Hopfen. Der ist jetzt wahrscheinlich kurz vor der Ernte. Ich bin noch nicht so weit, dass ich den jetzt ernten würde und daraus mit Grünhopfen was brauen würde. Vielleicht nächstes Jahr mal gucken. Wenn nächstes Jahr auch wieder wächst, dann bediene ich mich nächstes Jahr mal. Aber wenn man den so in die Hand nimmt, zerreibt und mal dran riecht, das habe ich jetzt hier auch so ein bisschen, wie so ein frischer Hopfen. Das ist, wie gesagt, widerspricht dem Kryo-Gedanken, aber trotzdem habe ich das jetzt hier so ein bisschen. Für eine wunderschöne Nase. Die Lust macht ausprobieren. Deswegen, Prost.
Mundgefühl ist sehr schön. Es ist schön, wirklich füllend, leicht ölig, sämig. Wunderschönes Mundgefühl. Ich mag Getränke mit ordentlich Mundgefühl. Also das geht mir beim, wenn man Whisky trinkt, der ein schönes Mundgefühl hat, auch so, dass wenn es wässrig ist, ist das nicht so schön, finde ich. Das ist hier wirklich nett. Wirklich nett. Wie so ein Saft, juicy. Ich hatte schon mal ein New England IPA, das ich verglichen hatte mit einem Granini-Saft, der so schwer im Glas liegt und fast schon ja, dickflüssig ist. Und das ist hier irgendwie auch der Fall. Vom Gefühl her. Vom Geschmack her so ein bisschen Melone. Eher so eine Honigmelone, finde ich. Also es hat nichts von Honig, aber von der Honigmelone. Ja, das Mundgefühl ist einfach toll und ja, wir drehen auch mal probieren. Im Rachen ist noch eine schöne Süße insgesamt zu spüren, so beim Schlucken, im Nachtrunk. Wunderschöne, fruchtige Süße. Da ist noch mehr, was ich jetzt gar nicht so vermag zu beschreiben. Es ist auch noch so ein bisschen eine Dunkelfruchtigkeit fast dabei. Was wie eine Brombeere vielleicht. Und auch durchaus natürlich Zitrusnoten, aber sehr mild und fein. Sehr, sehr schönes Bier. Also es ist wirklich. Also es ist jetzt September 2022. Im Shop ist es noch nicht so alt. Ich glaube, es ist relativ vorbei. Best before 1.3.23, meistens ja so ein Jahr haltbar, glaube ich. Also auf jeden Fall, meine ich, wäre es das im Shop noch gut zu kriegen. Wer also jetzt zuschlägt, Hertel, Braumanufaktur, Boosterstoff, ich kann es nur empfehlen. Es ist echt leckeres, leckeres Bier. Die 7% merkt man gar nicht. Gut, wahrscheinlich nach der zweiten, dritten Dose. Aber jetzt so nach dem vom Geschmack her gar nicht. Drittes. Mein erstes Bier heute. Ich kann es nur empfehlen. Ein wirklich, wirklich schönes Bier. Preis weiß ich gerade nicht mehr. Muss man nachgucken. Die Internetseite von Hertel Braumanufaktur ist sehr schön. Stehen auch Geschichten noch dazu, sozusagen zum Bier. Immer oben eine Kursinformation und dann so ein kleiner Text. Meistens ein bisschen humorvoll geschrieben. Sollte ich mal angucken, ich verlinke das nochmal unten und ich kann es nur empfehlen. Also Boosterstoff von der Hertel Braumanufaktur, ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Guckt mal rein, bestellt ihn euch oder vielleicht gibt es bei euch im Laden sogar Boosterstoff. Ich würde sagen, machen wir Schluss das Video. Bis bald, bleibt mir wohlgesonnen und lasst ein Abo da, wenn noch nicht geschehen. Und ja, dann sehe ich das jetzt noch aus. Ne? Bis bald.